Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob Schwammkopf, The Cosmic Shake. Weiter geht's. Ich will hier oben noch weiter ein bisschen gucken. Na. Nicht, dass er sich da eine Sache da versteckt. Na oben. Also hier versteckt sich nichts. So, nimm das. Aber wahrscheinlich ist im Labyrinth etwas. Schon viel besser. Ich hasse Labyrinthe. Wieso komme ich nur immer her? Ich mag es, weil es so matschig ist. So, bis jetzt keins gefunden. Vielen Dank, Patrick. Danke. Ha-ja! Ich fühle mich schon viel. So, das Leben nehme ich mit. Ich will doch nur kosten. Bitte. Also hier ist nichts versteckt. Ich muss einen anderen Weg nach Hause finden. Na, oh, hier fehlt was. Hier fehlt eine Fähigkeit. Aua. Ah, wusste ich doch, dass hier eins ist. Gebutterte Seepoppen. Der Zaubertrank klingt lecker. Endlich juckt es nicht mehr. Oh.
Hier sind überall diese Quallen. Aber ich glaube, hier ist auch keine Sachen mehr. 4 von 7. Apropos, die Wolkenrutsche muss ich nochmal gucken. Und so ziehen unsere tapferen Ritter wieder von dannen ins Märchenreich. Perla ist nicht länger Prinzessin des Balls, aber in diesem Reich gibt es weitaus mehr Feste. Die Frage ist, wie komme ich zu dieser einen... Diese Wolken sind so flauschig und sie schweben genau wie ich. SpongeBob, ich bin zu Hause. Mehr Gelee tut nie nicht weh. Was? Zu hoch, zu hoch. Was war das denn jetzt? Schmeckt fabelhaft. Oh. Ah, das habe ich übersehen. Glaubst du, da ist Schokolade drin? Wohl eher nicht. Wow. Da. Da. Zumindest habe ich jetzt diese verdammte goldene Münze. Jetzt habe ich jetzt endlich gefunden, wie der Weg ist. Ich habe diese Haken nicht gesehen. Aua. Au, direkt auf den Kopf. So, jetzt mal gucken, ob hier irgendwo eins von diesen Teilen ist. Nun, was auch immer es ist, ich würde gerne drunter leben. Hm, da ist ein Leben. Mehr Gelee tut nie nicht weh. Das ist ein langer Weg nach unten. Hey, vielleicht solltest du auch zum Ballon werden, SpongeBob. So, kommt schon her, Plattform. Ziemlich windig! Hier oben ist es windig. Flieg nicht davon! So, jetzt wird wieder gerutscht. Miau. Oh, von hier oben ist der Garten echt. Schön. Stimmt. Und auch weniger verwirrend. Du hast recht. Das würde mir echt auf die Flossen gehen, wieder da unten zu landen. So. Wer schmeißt wohl den Laden, jetzt wo Prinzessin Perla weg ist?
Wer weiß? Vielleicht wurde eine Urdemokratie ohne einzelne Herrscher eingeführt, die auf Arbeitsteilung beruht. Ja, oder vielleicht ist der König ein Baby. Ja. Kommt schon. Auf den anderen Türmen ist auch nichts gut. Mir fehlen noch drei. Die Frage ist, wo sind die? Ein kleiner Klaps reicht schon. Wenn Traladeus dieses Jahr wieder spielt, soll mich ein Meeresdrache fressen. Ah, hier ist einer. Kissen, eine Zutat für den Zaubertrank. Legt euch drauf. Ich kann das vorsprechen, kaum erwarten. Ich weiß, dass ich die gefunden habe. Sieh nur. So, hoch hier. Das hat ihn getroffen. Lass meinen Freund in Ruhe. Also hier ist nichts versteckt. Aha! Eine Zutat für den Zaubertrank. Welsbarteln. Mein Glück, dass ich die gefunden habe. Die habe ich, hätte ich leicht übersehen können. Ich freue mich schon so auf den Ball heute Abend. Vor allem, weil diese nervige Hexe nicht da sein wird. Zu Absender zurück. Sorry, das ist nicht persönlich. So, rein hier. Also das Teil muss ja irgendwo hier sein. Ah, endlich juckt es nicht mehr. Aber ich muss das erstmal finden. Ich gehe den normalen Weg. Lieferung kommt. Halli, ho! Du bist wirklich mein bester Freund. Aha. Also bis jetzt sehe ich das Teil nicht. Ist genau richtig für meine Bäckchen. Da oben ist es nicht, oder? Nein. Ich sehe es. Wie kommt man da hin?
Ach ja, hierüber kommt man da nicht hin. Ich habe eine Ahnung, wie man da hinkommt. Über diese Plattform da. Auf der Liste. Jetzt sollte... So, auf zu Lexi. Oh, ihr habt mir sogar Eier, Speck und Käse mitgebracht. Danke, ich war am Verhungern. Gut, ich brauche euch den Zaubertrank. Einen Moment. Danke, Lexi. Gary wird sich freuen. Oh, ich wusste, dass das Frühstück... Ein extra großer, leicht gesüßter, entkoffinierter Zaubertrank für eine extra große Schnecke kommt sofort. Da muss ich hin. Habe ich die nicht eingesammelt? Oh. Die muss man extra einsammeln noch. Ein extra großer, leicht gesüßt. Da habe ich ja was vergessen. Gerilein, du bist zurück. Ich verspreche dir, dass du nie wieder ein Bad nehmen musst. Nasch einfach keine Süßigkeiten, okay? Mamau. Das ist geschafft. Eine Geist-Dublone. Es war so cool. Die ganze Stadt war so... Oder? Wie kommt man da hoch? Das frage ich mich immer noch. Die ist genau richtig für meine Bäschchen. Die Stadt hat sich sehr verändert. Da sind sie. Also, ich muss gehen. Was übersehe ich hier? Kleiner Klaps reicht schon.
Wahrscheinlich fehlt mir noch was dafür. Die Stadt hat sich sehr verändert. Ich würde dich nie im Stich lassen, SpongeBob. Der ist fröhlich. Ich mag es, weil es so matschig ist. Also hier hat sich nichts versteckt. Wofür sind beste Freunde denn da? Okay, da kann man nicht hin. Mir hat das Klebezeug gefallen. Jetzt muss ich Zuckers Hand rein. Ich habe fast all das süße, süße Gelee, das ich brauche, um euer Chaos ungeschehen zu machen. Aber aufgepasst, Schätzchen. Deine nächste Reise führt dich an einen Ort, an dem Spaß und Angst ein und dasselbe sind. Ihr müsst in den Vergnügungspark zurückkehren, der sich Handschuhwelt nennt. Yippie! Freu dich nicht zu früh. Dein Kostüm ist fast fertig. Aber es fehlt noch eine Zutat. Kugelfischatem. Erst dann bringt es dich in die Handschuhwelt. Vielleicht kann uns Mrs. Puff sagen, wo wir Kugelfischatem bekommen. Dieser Handschuhhut kann nur eines bedeuten. Jetzt kannst du mit deinem Puff jemandes Hand schütteln. Ich weiß, dass alles wieder so wird, wie es war. Okay. Na, was hat Mrs. Puff mir zu sagen? Wieso hängt die da oben? Wir an alle außer SpongeBob. Hilfe! Keine Sorge, Mrs. Puff. Wir holen sie wieder runter. Erstmal die Quallen fangen. Die Stadt hat sich sehr verändert. Da sind sie. Autsch! Wie komme ich an dich ran? Da sind sie. Also, ich muss gehen. Lava bringt meine Stirn zum Weinen. Nochmal zurück, ich muss den Felsen wiederholen. Mach, da ist der Felsen. Wie ist denn der angekommen? Hab dich. Die andere Qual ist da oben. Aha.
Ah! Die Stadt hat sich sehr verändert. Jetzt komme ich hier hoch. Ich mag es, weil es so matschig ist. Wow, das war fantastisch, Mrs. Puff. Könnten Sie das nochmal machen? Mit Sicherheit nicht. Oh, bitte, 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 bitte. Viel Glück, SpongeBob. Vermassel es nicht. Keine Sorge, Mrs. Puff. Wir haben alles unter Kontrolle. Wir haben alles unter Kontrolle, sagst du. Mrs. Puff, macht's bestimmt Spaß, das immer wieder zu tun. Hab ich recht, Patrick? Agent Saugstark braucht Hilfe vom besten Freund. Over, Patrick. Game. Over. Erst verliere ich Bikini Bottom und jetzt noch meinen besten Freund. Verlierer. Nein, ich kann nicht verlieren, wenn ich es weiter versuche. Ich finde Patrick und dann sorgen wir dafür, dass Bikini Bottom wieder ganz normal wird. Ich gehe ja nochmal zurück und hole mir dieses verdammte Notizteil. Ich habe es doch gesehen, dass es da ist. Ich habe mir schon immer gefragt, wie ich reinkomme. Jetzt weiß ich's. Das war fast ein Satz. Frage, wo sind die letzten beiden? Das ist der handschuhmäßigste Ort der Welt. Wo sind die letzten beiden? Zurück zum Gelee-Handschuh-Welt. Denn ich würde hier sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part.